Ein herzliches Willkommen wünsche ich euch, meine lieben Zuschauer, zu einer neuen Runde The Legend of Zelda Majora's Mask in unserer eigenen erschaffenen Huan Timeline. Mit uns meine ich natürlich den guten Train und mich natürlich. Yo. Hallo. Was hast du heute gefrühstückt? Erzähl mal. Ich habe heute gar nichts gefrühstückt. Echt nicht? Krass. Nein, echt nicht. Okay, was auf machen wir heute? Thronsaal. Jetzt müssen wir erstmal die Wundererbsen holen. Dafür muss Miku nochmal jetzt in den rechten Eingang rein und sich durchschleichen. Oh, hier muss man sich auch durchschleichen auf beiden Seiten. Ja, oh, guck mal, was und hier? Da kannst du noch Rubine sammeln, Alter. Alter. Maximal ja, am Ende vom letzten Part habe ich natürlich die Schleich-Mini-Schmiedi-Sachen hier natürlich hier fürs 2 gemacht. Ja, natürlich, easy. Er hat das alles euch zurechtgecuttet. alles ganz gut hingekriegt. Easy peasy natürlich gemacht. Easy peasy lemon squeezy halt, ne? Man kennt's. Natürlich dreht er da um. Okay, dann ist mir egal. Tschüss. So, Rainer. Nice. So, Wie groß ist denn das Gebiet? Ich find's übrigens sehr hübsch, ne? Das Spiel sieht echt nicht schlecht aus, ne? Also mit dem Texture Pack ist das echt eine Augenweide, finde ich. Für ein N64-Spiel natürlich jetzt, ne? Nicht verwechseln, Leute. Oh, du Spasti, beweg dich doch mal schneller, Alter. Ja, ich denke mir auch so, mach doch mit Absicht. Der Huan muss da durch. Der muss da durch. Oh, oh. Kannst da ruhig stehen bleiben, alles gut. Ja. So, jetzt kannst du dich hinter ihm bewegen, aber nicht zu nah. Pass auf. Nicht zu nah, sonst denkt er doch. Wo ist denn das Loch? Welches Loch? Hier ist normalerweise... Was? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Das liegt an der Gamecube-Version. Ich habe keine Ahnung, wo das Loch ist. Was für ein Loch? Hier ist normalerweise ein Loch, da kannst du runterfallen. Und wo soll es ursprünglich sein? Hier, genau da an dem Baum. Du musst zurück. Du musst dich wieder an dem vorbeischleichen. An diesen Pissern. Da oben ist doch ein Löcher. Ja, da kommst du aber nicht rauf. Zurück. Weil ich habe ein Loch gesehen, das müsste dann das Richtige sein. Wo ist so, ein wieder Loch durch gesehen? Die Tür. Oh, wo ist das Tor? Da, du stehst genau davor. Hä? Da, diese beiden Eingänge. Ja, genau da. So, und dann runter. Runter, runter, runter. Da ist ein Loch. Ja, erstmal müssen wir abwarten. Da ist ein Loch. Guck mal, jetzt kannst du sehen, wo die hingucken. Ich hoffe, das ist richtig. Was kommt hier runter? Hau die weg! Ich bin wieder hochgelandet. Deko-Palast. Du? Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Finde ich gut. Das ist in der originalen Version nämlich nicht so. Das ist für mich komplett neu. Jetzt erleben der gute Miku und ich alles blind. Du kannst auch hochklettern, aber du musst zuerst mit den Blasen die blöden Spinnen töten. Ja? Muss ich das? Oder, man macht einfach den Skill-Move. Ja, ah. der Skill-Move funktioniert nicht immer. Bam! Spiders everywhere! Killing the Spiders, Alter! Tschüss! Was wollt ihr, Alter? Echt mal. Huan hat euch weggemacht. Einfach weggemacht. So, geh mal rein ins Licht. Wo kommen wir da raus? Hier. Lass dich erwischen. Oder? Warte. Geh da durchs Tor. Da oben ist nämlich noch ein Loch. Da musst du vielleicht rein. In dieses Loch. Guck mal, jetzt kannst du sehen, wie die gucken. Lass mich doch durch. So, geh einfach ins Loch. Einfach ins Loch. Hui. So, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Das sieht mir danach aus. Es sieht mir eher nicht danach aus. So, wo kommen wir raus? Hier. So, dann geh langsam und dann das Loch. Hallo? Sehr viele Löcher hier. Hier sind wir richtig. Oh, geh links hoch. Links hoch? Aber du kannst erstmal hol dir Wasser. Gute Idee. Hol dir erstmal Wasser in der Flasche. Wir brauchen das dann nachher nämlich gleich. Habe ich jetzt Wasser in der Flasche? Nee. Nein. Einfach. Na, weiter rein. Jetzt. Also halbwegs ertrinken muss ich. Du hast eine Quellwasser, drück jetzt hier um das Wasser und so. Und was steht auf dem Schild? Da steht. Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Quellwasser. Sumpf-Info-Center. Okay, hab ich. Noch nicht wieder ins Licht rein, jetzt gehst du da hoch. Guck dir diesen Fettsack an, Alter.
Alter, du kommst mir bekannt vor. Ich habe ja noch schon Coming of Time gesehen, hey. Ja, natürlich. Es ist derselbe. Nun, Mampf, du bist mein erster Kunde seit sehr langer Zeit, ja. Brauchst du ein paar. Musst du dir mal vorstellen, Alter, was das für ein Leben ist. Also, du wohnst in irgendeinem Loch, weißt du? Und bist die ganze Zeit im Erbsen fressen. Und überall krabbeln Käfer rum. Eklig. Sehr viele Mini-Vinzens. Ja, Brauchst du ein paar Wundererbsen? Sobald sie vom Wasser benutzt werden, wachsen große Blätter aus ihnen heraus. Ich gebe dir ein Musterexemplar. Versuch es in weicher Erde zu pflanzen. Du kannst jederzeit mehr kaufen. Da, du Wundererbsen. So, du kannst jetzt, wenn du willst, dir hier noch 20 Rubine angeiern, wenn du dir noch so eine Scheiße kaufst. Ah, okay. Ja, bitteschön. Nein, nicht mehr kaufen. So, jetzt weg Konnte hier. Konnte ich auch nicht. Nicht ins Licht, du gehst jetzt wieder da, wo du das nicht Wasser her hast. Nicht ins Licht, geh nicht ins Licht, na! Da legst du jetzt eine Wundererbse rein. Alles klar, ich leg da eine Wundererbse rein. Ach, du hast gar keine gekauft. Ach, leg die erstmal einfach rein, wir kaufen gleich noch eine. Habe ich keine gekauft? Du musst Mensch sein. Ach so. Verwandle dich in Human. Hi. So. Und dann machst du Wasser darauf. Oh. Einmal hier Wasser rein. Zack. Wow, der Huan Realismus. Der Huan hat darauf gepinkelt. Mm. So, jetzt stellst du dich darauf. Kann ich jetzt Wasser holen wieder? Ja, du kannst auch erst Wasser holen. Aber hier siehst du, die Environments wurden halt noch nicht neu texturiert. Weil das Blatt hat immer noch die alten Texturen. Ja, finde ich nicht so schlimm. Wollen wir uns nochmal eine Erbse holen? Genau, und dann stellst du dich aufs Blatt. Dann kannst du nämlich eine Rubine absahnen, glaube ich. Willst du noch ein paar Monerbs kaufen? Jo. Ja. Dadli-du! Ja, oh, jederzeit. Das wird noch richtig geil. Zu dem Typen müssen wir nämlich nochmal. Du wirst nachher sehen, warum ich sage, beim vierten Tempel wärst du verzweifelt ohne das Lösungsbuch. Oh, guck mal, das ist Ruhe. Du brauchst keine Angst haben, falls du runterfällst. Du kannst auch immer wieder hoch. Als ob ich runterfallen würde. Aber du siehst, ne, das Blatt ist nämlich noch nicht neu texturiert. Also ja, ein roter Brühen. Diese Elstelle ist für die 20 grüne Rubine. Interessant. So, jetzt okay. Kannst du auch so. Jetzt geh ins Licht. Ich geh ins Licht. Oh, Licht, oh mein Gott. So, und jetzt kannst du dich erwischen lassen. Hier müssen wir nicht mehr sein. Hi. Ein Eindringling. So, und von hier aus musst du jetzt rechts über die Blätter. Stimmt, es geht ja so, aber ich ertrinke, ne? Wenn ich nicht lange nicht aufpasse. Genau, du musst halt einfach nur darüber hüpfen. Ich finde das voll nice. Ah. Wenn du A drückst und dich drehst, dann bist du schneller übrigens. Wenn ich mich beim A drücken drehe oder wenn ich... Nee, wenn du, bevor du abspringst, du läufst auf den Rand zu und drückst A. Dann bist du schneller. Ach so. Perfekt. So, da musst du eine Wundererbse pflanzen. Verwechsel jetzt bloß nicht die Tasten, sonst müssen wir wieder zu dem alten Sack zurück. Du musst ein Mensch sein, ne? Mhm. Los geht's. So, jetzt wird's lustig. So, rauf da. Ich weiß nie, ob die mich erwischen irgendwo. So, nee, du? Ab hier nicht mehr. Drück Z. Da musst du rein. Ja. Yeah. Nice. Ah. So, oh, noch nein. Nicht. Ja, jetzt wird's lustig. Mal gucken, ob du das hinkriegst. Die Plattform bewegt sich nämlich. Oh nö, wie kann das denn sein? Knapp daneben auch vorbei. Ich wurde erwischt. Gehört das so? Du hättest eh erwischt werden müssen, weil du musst ja jetzt hier wieder zurück. War doch schon drauf, meine Suche, ruhig dich doch mal, Link. Ich mag die Musik übrigens, gefällt mir sehr. Ich mag die auch, aber die geht dir nach einer Zeit auf den Sack, wenn du sie die ganze Zeit hörst. Ja, darauf wollte ich auch überhaupt nicht anspielen. Das ist die richtige Huan-Musik. Mhm. Aber ihr dürft euch jetzt nichts einbilden, Leute. Der Huan träumt das halt eigentlich alles nur. Eigentlich ist er nur am Schlafen. Er läuft halt eigentlich immer noch vor Epona weg. Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Hui! Perfekt, jetzt musst du den erst wegballern. Du musst den erst mit der Blase wegballern. Höher zielen! Boom! Und jetzt kannst du auch hinfliegen. Okay. Warte ich erstmal ein bisschen ab, ne? Das ganze Spielberat basiert ja auch eigentlich aufs Warten.
Ihr wisst Bescheid, das Spiel heißt eigentlich Majora's Waiting. Majora's Time. Majora's und Forgotten Time. Flieg! Flieg! Ich fliege! Nice! Und du? Mit ja, darum weiter durch? Geht's. Oh nein, da geht's ja noch weiter. So. Du hast noch nicht mal die Hälfte. Los geht's. Boah, Brudi. Du kannst... ja. Warte einfach. Warte einfach. Du kannst auch einfach warten. Ich warte einfach. Und genau. Muss wieder spucken? Ja, du musst wieder spucken. Ich habe ihn getroffen. Ich habe es genau gesehen. Du siehst sogar, wie deine Spucke da hängt, Alter. Hm. Invertierte Steuerung mag ich sehr. Es gefällt mir sehr. Gott! Triff ihn! Oh, der hätte eigentlich aber treffen müssen. Ich habe halt keine Magie mehr, ne? Das ist das Problem. Dann wird's schlecht, ja. So, der müsste treffen, oder? Oh, hat abgewehrt! Mann! Der trifft! Was? Nö. Geht doch! Oh, Brudis! So, und gleich da hinten sind gleich Krüge. Da kannst du Magie eh auffüllen. Du machst dich gut bei deinem zweiten Versuch. Hm. Drück mal noch rein, wenn du sagst, indem du sagst, zweiter Versuch. Zwar ist First Try. So, da müsstest du Magie bekommen. Ja, kann ich den offen? Einfach A drücken. Du brauchst ja nicht bewegen beim A drücken, genau. Ach so, brauche ich nicht. Perfekt. Nee, du kannst auch einfach so A drücken. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Nee. So, willst du hier ein Safe State machen? Nur zur Sicherheit. Gut. Musst du wieder abschließen? Ja, natürlich. Du musst sie immer abschließen, sonst kommst du da nicht rauf. Aber jetzt bleibst du stehen. Das heißt, du bewegst dich halt nicht. Nice. Schöner Treffer. Kann ich den da hinten treffen? Nein, kannst du nicht. Wäre auch zu schön, ne? Richtig. Du musst jetzt leider erst rüberfliegen. Bis zu der bewegbaren Plattform. Boah, das freut mich sehr. Und vergiss nicht, wenn du dir sicher bist, bleib einfach stehen bei der bewegbaren Plattform. Die kommt immer wieder an die gleiche Stelle zurück. Musst dann halt nur A drücken, wenn sie unter dir ist. Mhm. Oh oh, das könnte knapp werden. Ja, solltest du aber schaffen. Zack. Fertig. Gut. So, dann auf geht's. Knall ihn ab, diesen Lappen. Ja, Putzdi. Boom. Wegrasiert, Alter. So, bei der Platte kannst du nicht warten. Da musst du halt genau drauf aufpassen, bei der bewegbaren Platte, dass du im richtigen Moment losfliegst. Du siehst, wie lange die gleich braucht. Wenn du da einen Fehler machst, dann bist du runtergefallen. Ne. So, guck mal, du siehst, wie lange die braucht. Das heißt, du musst ganz genau... Wo fliegt die denn hin? Die fliegt geradeaus. Flieg schon los. Kann schon losfliegen. Flieg! Ich flieg so, doch. So, und jetzt... Ja, perfekt. Nice. Und jetzt? So, jetzt warte. Du gehst schon mal an die Blume rein, hältst A gedrückt und wartest einfach. Interessant. Ich mag das sehr. Bis du da oben bist. Und wenn die Plattform am höchsten Punkt ist, dann lässt du A los. This is waiting. Bleibt die Plattform stehen, wenn die am höchsten Punkt ist? Nein. Jetzt. Und jetzt fliegst du da rein. Geschafft. Uiuiuiui. Nico hat's geschafft. Nice. Sehr schön. First try natürlich. Thron seines Dickkunsten. Kann ich auch natürlich. Beim zweiten Versuch. Du kannst dich ruhig runter. Hier erwischt dich keiner. Jetzt rede mit dem Affen. Nee, war wie denn auch, Affen, ne? Alter. Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal, ob sie es noch sage, hast du schon mal gesagt. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin ein Monster zu Opfer. Warum wollen sie mir nicht glauben, weil du ein Affe bist? Na gut, dann sag ich halt gar nichts mehr. Bestraf mich oder tu, was immer ihr tun wollt. So, jetzt hol deine Ocarina raus. Dein langen Rüssel. Okay, wir spielen jetzt einmal Ocarina. Das war... Halt. Da. Hol deine 5 Pfeifen raus. Also stellen uns einmal richtig hin und dann geht's los. Oh, die meinte ich. Genau dieses Instrument hatte auch die Prinzessin Deko-Pfeife. Damit wird es funktionieren. Nebenbei. Wer bist du? Diese Frage alleine. Wer bist du? Das ist jetzt nicht wichtig. Hör mir gut zu.
Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen, aber also gingen wir zum Dämmerwald-Tempel über dem Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihnen gefangen. Der Teko-König glaubt, ich sei der Übeltäter. Daher schenkt er meinen Worten keinen Glauben. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten. Ich muss rasch zum Tempel, um sie zu retten. Verstehst du mein Anliegen? Ja, ich verstehe dein Anliegen. Heißt das, du willst anstatt mir gehen und die Prinzessin zu retten? Ja, von mir aus. Sehr gut, lass mich dir die Melodie beibringen, die den Tempel öffnen wird. Die Prinzessin hat sie mir beigebracht. Ich singe sie dir leise vor. Hör gut zu. Oh nein. Du kriegst das schon hin. Ich merke es jetzt schon gar nicht mehr. Hoch, links, hoch. Was? Auch nach rechts oben? Hä? Nee, links. Du siehst das doch. Manchmal sehe ich nicht, in welche Richtung die Dreiecke zeigen. Weil das zeigt ja quer hoch. wenn man nicht an Verkehr drauf achtet. Perfekt. Sonate des Erwachens. Der Butler voll. Egal. Er ist nur der Butler. Lass ihn. Ja, ignorant. Echt so. Du hast die Sonate des Erwachens gelernt. Geil. Diese Melodie erweckt jene, die in tiefen Schlaf fielen. Die Sonate des Erwachens, Alter. Boah. Neues Lied. Aus eurem Schlaf. Habt ihr es gehört? Diese Melodie. Nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Ey, den anderen Affen! In die Abkürzung, welche Deko voll benutzt mit dem Tempel. Aber du musst die beeilen, ansonsten wird mich der König bestrafen. So, und jetzt gucken wir uns die Bestrafung nochmal an. Geh nochmal rein. Boah. Geil. Auf zum Thronsaal. Lass mich durch, ihr Spasten. Hey, was willst du, Alter, komm da hinten ins Thronsaal. Alter, da wird gerade Affe gefoltert. Du kommst hier nicht rein. So, rede mit dem Affen. Bestrafung. Ich kann mit dem Affen reden. Dann wird er reingetunkt. Muss einen kleinen Moment warten, bis sich der Affe wieder bewegt. Dann musst du ihn anvisieren, genau. Ich kann ihn nicht anvisieren. Doch, wenn deine Fee hinfliegt, jetzt. Achso. Dann kannst du auf Ansehen klicken. Oh, heiß auf, bitte. Sie behaupten nicht, sei der Übeltäter, aber egal wie, oder hast du schon mal gesagt. Und ab mit dir in die... Guck mal, wie hinten der König abgeht, Alter. Ja. Klappe zu, Affe tot. Gut. Finde ich gut. So geht man mit Tieren um. Finde ich auch gut. Wir sind jetzt übrigens fast beim ersten Tempel. Oh nein. Muss ich raus so, hier? Ja, ne? Jetzt musst du links. Du musst zur Höhle. Oh, nice. Freut mich sehr. So, und dann musst du diese schreckliche Musik nicht mehr hören. Nein, nicht zu dieser Höhle. Du warst schon richtig auf dem Blatt. Was? Wie? Da. Da, wo das Schild ist. Gott, du sagst links, Alter. Du hast... Und ich drück links. Da ist doch die Höhle. Welche Höhle? Oben ist ein Loch in der Wand. Das ist doch keine Höhle. Hast du nicht das vorhin mit Höhle gemeint? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich gemeint habe. So, rein da. So, von hier aus geht's zum ersten Tempel. Oh. Was? Das war der Giflorwald. So, du kannst zum anderen Blatt fliegen, du brauchst keine Angst vor der Entfernung. Komm ich da hinten rein? Reicht wirklich? Da oben sind Viecher. Warte, wenn sie schlagen, lass los. Jetzt! So, eins der Viecher ist tot. Einfach fliegen, keine Angst haben. Einfach fliegen. Und rein da, schnell. Damit du das Vieh umbringen kannst. So, wenn es nicht gleich... Perfekt. Ich mag's, das Spiel. Ich mag diese Fantasy-Welt hier. Also, so, guck vorsichtig, mal, nicht Pilze. Gleich los. Ja, du weißt schon, wo du hin musst. Perfekt. Ja, klar, irgendwo muss man schon weiter. Höp. Nice. Und? Der Mieten schlägt sich echt gut. Ich brauche gar nichts mehr sagen. Der weiß, wo er hin muss. Oh nein, das ist eine Eule. Muss ich wirklich zur Eule hin? Ich muss zur Eule hin, oder? Ich muss zur Eule hin. Du musst richtig hart zu der Eule hin, ja. Oh, aber so richtig hart. Glaub mir, du kennst diese Eule. Das ist diese Eule, die... Ne, du weißt Bescheid.
Schuhuhuhuhu, welch seltener Anblick, du bist doch ein Feenkind, oder? Was magst du wohl hier im Wald vergifteten Sumpf verloren haben? Ich weiß auch nicht. Es steht mir nicht zu, deine Entscheidung hier in Frage zu stellen. Du kehrst wohl besser in die Stadt zurück. Dieser Sumpf hat seinen Schutzgott verloren, doch war es ohnehin sein Schicksal, aus der Existenz zu verschwinden. Schuhu, und dieses Schicksal beschränkt sich nicht nur auf den Sumpf. Doch hast du den Mut, den Antlitz des Schicksals gegenüberzutreten, werde ich dir etwas lehren. Hast du die Steinstatue bemerkt, die Abbilder von mir sind? Ja. Im ganzen Land habe ich sie verteilt, um dem zu helfen, der die Kraft in sich trägt, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Wo immer er erscheinen mag. Sofern du ein Zeichen deiner Anwesenheit an einen dieser Steinstatue hinterlassen hast, wird dir das Lied, welches zu meinen Füßen reingraviert ist, von großem Nutzen sein. Ja, Teleportationszauber, ich verstehe schon. Merk es dir gut und zögere nicht, davon Gebrauch zu machen. Wann immer du diese Melodie erklingen lässt, sollte unsere ewige Freundschaft die Grenze von Zeit und Raum überwinden. Du hast tatsächlich sogar recht. Ja, Teleportation. Ja. Noten sind in den Stein eingemeißelt. Das stimmt gar nicht. Das sind keine Noten. Nee, das sind irgendwelche. Ja. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Ziemlich simpel, ne? Ja. Werde ich mir trotzdem was merken können, die ganzen Lieder. Das Lied der Schwingen. Ja. Weißt du, wie geil das aussieht, dass seine scheiß Pfeifen durch seinen Hut klippen? Ja, das habe ich auch gerade gesehen, aber ich wollte nichts sagen. Diese Melodie lässt sich in Lüfte entschweben und im Windeseile bei einem steinernen Vogel landen. Deswegen habe ich gesagt, lass uns die Statue da hinten bei der Lon-Lon-Farm aktivieren. Dann kannst du dich später nämlich hinteleportieren. Wir waren bei der Lon-Lon-Farm? Ja, kurz, aber die wurde von Stein blockiert. Da kamst du noch nicht lang. Ach so. Ich finde diesen Sumpf hier voll mega interessant, ne? So, jetzt sind wir beim ersten Dungeon. Echt? Jetzt kommt der erste Dungeon? Ja. Da müssen wir jetzt hoch. Das will ich in diesem Part noch... Das ist ein Dungeon? Hallo. Das will ich in diesem Part noch erledigt haben. Nee, noch sind wir nicht drinne, aber wir sind gleich da. Ach so. Ja, es wäre ein bisschen doof, wenn das der erste Dungeon wäre. Weißt du warum? Oh, die Viecher sind so ätzend, Alter. Das sieht voll cool aus, bin ich ehrlich. Da, da, da. Au, 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 au. Sumpf, Gift, I. Pfui. Kannst du die so töten? Ich glaube ja, ne? Ja. Ja, guck mal, aber die halten mehr aus. Perfekt. Ja, mehr. Ja, die halten sehr viel aus, Alter. Ich bin erstaunt, Alter. Boah, krass, Alter. Wie viel die aushalten. Ich kann nur ansehen, Alter, und dann spucken. Du kannst dich hier, wenn du willst, auch in einen Mensch verwandeln, aber würde ich halt nicht machen, weil wenn du runterfällst, bist du tot. Dann ist vorbei. Was willst du, hä? Tschüss, du Lappen, Alter. Dämliches Stück Mistkäfer. Leg dich doch nicht mit dem Huan an. Genau, leg dich nicht mit Huan an. Das ist der neueste Film. Du kannst auch einfach, du musst den nicht mit der Blase abschießen. Du kannst auch einfach an ihm stehen und A drücken. Vergiss nicht, ja. Den Nauten kannst du easy töten, wenn du einfach eine Dekonuss auf ihm wirfst. Das kannst du ja beim Fliegen machen. Musst du halt kacken. Hast recht. Mit B, du hast nur zwei, vergiss das nicht. Musst du halt auf ihn direkt kacken, Alter. Warte. Kack runter. Bin ich schon über ihn? Ich weiß es nicht. Ja, kack. Einfach A drücken dann. Oder einfach weitergehen. Ja, ich hab B gedrückt wahrscheinlich. Nee, du hast A gedrückt, dann fällst du runter. Wenn du B drückst, knallst ihn ab. Boom! So, und jetzt in die Mitte? Ja. Alles dahin klar. Da musst du rüberfliegen. Ich habe mehr Glück als Verstand übrigens gerade. Nur damit du Bescheid weißt. Ich weiß. Aber Glück ist doch was Gutes. So, aktiviere als erstes aber die Eule. Wenn das nicht das Zeichen der Deku ist, oder bla bla. Gut. Wie kann ich denn... Du musst dich in einen Mensch verwandeln. Du sagst, ich kann mich auch drehen, wenn ich Deku bin, einfach so in Stand. Ja, das kannst du mit A, aber du kannst die Eule nicht aktivieren. Hab ich nicht. Nee, du hast B gedrückt, denn mit B schießt du Blasen ab. Gut. Putz. Putz. Nein. Tada. So, jetzt drück mal A und nicht B. Einfach mal A drücken. Ach so, ja, okay. Ich hab immer Angst, dass ich mich dabei bewege. Okay. Nein. Du musst hier schon noch was machen. Deswegen ist das Problem, da hättest du Taya zuhören müssen. Soll ich dir einen Tipp geben? Flöte spielen. Du hast ein Lied gelernt, ja. Und welches Lied war das? Was meinst du wohl? Der Tempel schläft. Dann weißt du, welches Lied du spielen musst. Ja, ich das glaube, Lied des Erwachens, aber ich weiß doch nicht, wenn ich mir sowas merken kann. Oben links, A, rechts, A. A, rechts, A.
Genau. So, aber den Dungeon, wir beschwören den jetzt nur. Wir gehen noch nicht rein. Nee. Wir werden jetzt gleich erstmal die Zeit zurückdrehen, damit wir die vollen 3 Tage haben für den Dungeon. Boah, guckt euch mal diese Animation an. Boah. Ja, ist schon krass, finde ich, für damalige Verhältnisse. Das gefällt mir. Das ist der erste Dungeon. Ja. Cool. Nice. So, dann kann ich da rauf? Dann spul mal die Zeit zurück. Wir wollen da noch nicht rein. Nee, ich wollte aber gerne schon davor landen oder so. Brauchst du nicht. Wir spulen jetzt die Zeit zurück und dann kommt. Du kannst dich ja hier einfach wieder her teleportieren. Rechts, A, unten rechts. Das war's. Ja, du kennst den Rest. Rechts. Oder warte. Mach das nochmal nicht. Wir teleportieren uns zuerst. Du hast Geld gesammelt. Das müssen wir ablegen. Nein. Nein, 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 nein. So, teleportier dich erstmal. Genau. Du hast 70 Rubine. Ist das unten links oben, unten links oben? Oder unten links rechts? Eins von beiden. Perfekt. Unten links oben war richtig. Auf zur Stadt. Unruhstadt. Hey, auf zur Unruhstadt. Weil, wie gesagt, wir brauchen 200 Rubine, also. Alter! Geil, ne? Krass! Und deswegen, mir ist gerade in den Sinn gekommen, lass uns die Rubine bloß ablegen. Besser ist es, weil wir brauchen 200 am Ende. So, zur Bank geht's rechts von dir. Genau. Du hast jetzt übrigens die ganze Zeit unsichtbare Tinte auf dem Kopf, damit ich der blöde Banktyp erkennen kann. Ach so. Versteh schon. Na? Runter. Runtergehen. Oh, geil, Alter. Guck mal, die können nicht mal mehr tanzen, weil sie alles vergessen haben. Hey! Du kannst auch als Deko übrigens, mit dem reden, ist egal. Ja. Rubine einzahlen, bitte. Ah, genau, Huan bist du doch. Ja, ich verstehe, ich vergessen. Ja, wunderbar. Nun, ja. 70 Rubine. Dim, 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 dim. Bitteschön. Perfekt. Ernsthaft, eine Menge? Ja, eine Menge, eine Menge. Wow, so ein kleiner Mann. Dein Kontostand beträgt 79 Rubine. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer angesammelt hast. So, jetzt gut. Kannst du die Zeit zurückdrehen. Jetzt. Ich drehe die Zeit zurück. Mit. rechts, A, unten. Nice, der Huan reist jetzt in der Zeit zurück, damit wir uns vorbereiten können. Alles wichtig. Alles vorbereiten. So, dann teleportieren wir uns auch gleich zum. Erst verlangsamen wir die Zeit und dann teleportieren wir uns gleich wieder zum Dämmerwald-Tempel. Okay. Gut, dass du die Noten auswendig kennst. Ich habe für heutzutage keine Muße mehr, das alles auswendig zu lernen, ne? Nicht, bin ich ehrlich. Nicht unbedingt, selbst ich muss überlegen, weil wenn ich jetzt den Controller in der Hand hätte, wäre es wesentlich leichter, die Noten auswendig aufzusagen, ne? Ja, aber komm, du kannst ja nebenbei noch einen Guide öffnen. Ja, aber das brauche ich nicht. Die meisten Noten habe ich im Kopf. Gut, ein herzliches Willkommen zu Let's Play Majora's Mask. Leute, wir sind zurück. Erstmal die Zeit verlangsamen. unten A rechts, glaube ich. Oder unten A links. Ich habe es unten nach rechts gemacht. Unten nach rechts war richtig, ja. Siehst du? Siehst du selbst, ich weiß die Noten nicht auswendig. Ich weiß es nur auswendig, wenn ich einen Controller in der Hand habe. Ja. Verlangsamen wir mal alles hier. So, perfekt. Und jetzt nochmal, wir teleportieren uns sofort zum Dämmerwald-Tempel. Unten links oben müsste das sein. Nice. Irgendwann hast du die Lieder auch auswendig im Kopf, wenn du das nicht. 100%ig doch. So, Dämmerwald-Tempel. Also Dämmerwald. Ja. Dämmerwald. Ja. Das kannst du jetzt übrigens überspringen, glaube ich. Nee, ich finde das nice. Ich weiß halt nicht, ob das in der 3DS-Version überspringbar war oder in der N64-Version, bin ich mir jetzt unsicher. Da bin ich wieder. Du kannst dir hier übrigens eine Fee in der Flasche fangen, wenn du willst. In einer der Krüge ist eine Fee. Ja, da. Ja, dann hol deine Flasche raus. Perfekt. Hab ich die? Ja. Ich sehe nichts. Ich habe die Fee gesperrt. Das ist doch mal ganz geil. So, dann nimm mal die Flasche von deinem C-Knopf weg. Damit du dich aus Versehen einsetzt. Leg da irgendwas Leeres drauf, hier. Völlig egal. So. Jetzt will ich aber kurz noch einmal darüber. Ja, lieb spielen. Oh, ernsthaft? Muss ich den Tempel nochmal beschwören? Jetzt muss ich kurz überlegen. War es
oben rechts, nee, oben links, A, rechts, A. Genau, du musst den Tempel nochmal beschwören. Was für Bullshit. Du spulst ja alles zurück. Du kannst die Cutscene, glaube ich, überspringen. Nö. Nee, dann ging das nur in der 3DS-Version, genau. Egal, die ist so still, ist so schön, dass ich mit dem mal gucken möchte. Die ist für N64-Verhältnisse finde ich die auch echt gut. Ja, von den ganzen UV-Maps über das Wasser, Alter, mega nice. Dieses Wasser darstellen und abäppen. Voll cool. Das ist echt gut gemacht, ja. Und rein so, da. Jetzt fliegt er rüber. Du kannst direkt rüberfliegen. Und dann kannst du sogar schon in den Tempel rein. Da beenden wir den Part dann. In den Tempel drin? Im Tempel drin, nice. Boah, guck mal, da sind Forms, die uns sagen, hier geht's nicht weiter. Hi. Hi, Woodies. Dämmerwald-Tempel. Wow, oh nö, oh. Brudis, war ich hier denn schon mal? Nein. Egal, Leute. Ich würde sagen, hier beende ich den Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Es war mir eine Ehre, für euch dieses Video zu produzieren. Und es war mir auch eine Ehre, den Trainer bei zu haben. Yes. In der heutigen Aufnahmesession. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da, falls euch der Part gefallen hat. Und wenn ihr mehr und nichts mehr verpassen wollt, vor allem wenn ihr mehr sehen wollt, ne, vor allem dann, lasst auch ein Abo da und guckt auch bei Train rein. Der macht auch super tolle Let's Plays, auch mit mir zusammen. Die sind natürlich die besten. Trials klar, of Mana, ne? Natürlich, ne? Trials of Mana, müsst ihr mal unbedingt reingucken. Wird auch sehr gut. Wir labern zwar viel, haben wir am Anfang noch nicht viel zu labern, weil halt sehr viele Story-Sequenzen kommen. Aber es legt sich bald. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part wieder. Ciao. Bis dann.